Die gucken jetzt alle noch mal ganz gespannt auf die wahrscheinlich letzte Aktion vor der Pause. Vor der Pause! Und der Ball ist im Tor! Aiden Leo mit dem Ausgleich. Und damit geht es in die Kabine. Also es sah danach aus, als ob der BFC zumindest nach den ersten 45 Minuten davonkommt. Winter, die neue Nummer 1, denn auch da kann man sagen, die guten Leistungen von Victoria Berlin auch vom einzelnen Spieler belohnt, beziehungsweise haben auch zum Abwechseln geführt. Kinzig, der in der Hinrunde noch die Nummer 1 war und bei den Himmelblauen ist der Jugend bei Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin ausgebildet. Kommt hier auch ganz aus der Nähe, geboren in Potsdam. Das ist für Berliner Verhältnisse quasi um die Ecke. Klopft in ihrer Staffel sehr stark am Tor zur dritten Liga. Das ist wahrscheinlich. Und damit, was die Blitztabelle angeht, 13.40 Uhr, 1. Victoria Berlin mit einem sehr, sehr ordentlichen und engagierten. Der BFC Dynamo wird nicht den 17. Saisonsieg einfahren, Fußball spielen und soll jetzt hier bei der Victoria Spielpraxis sammeln. Leo. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob der BFC heute den Platz an der Sonne übernehmen kann. Energie Cottbus hat sich gestern Abend im Topspiel vor über 18.000 Zuschauern mit 2:1 Amor Suljic, der das auch schon gegen Hertha sehr gut gemacht hat mit dem goldenen Treffer, stürmt heute. Auch da muss er ein bisschen umbauen, personell. Von der Körpersprache, dass sie sich mit allem, was sie haben, Breitfeld im Strafraum, Breitfeld versucht es mit der Hacke, Meier scharf rein, Leo ist dazwischen. Anfangsphase im Tor gewesen wäre, dann ja, entwickelt sich das Spiel auch etwas anders. Dann hätte es beispielsweise auch diesen Hochkaräter von Inalo so in dieser Form dann auch nicht gegeben. Dann doch da eine